Genau, Leute, dann sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Black Saga Storm gegen Affinity. Yes. Affinity hier eine Version, die sehr spannend ist, sag ich mal. Jop, ist eine witzige Version mit Kozilex. Keine Ahnung. Uprising? Uprising, glaube ich, ja. Ja. Auf jeden Fall die blaue Verzauberung, die halt sagt, immer wenn man eine Kreatur mit mehr von 7 oder höher spielt, darf man drei Karten ziehen. Das heißt, ein Fortmonitor zieht 5 Karten. Ja, das klingt ziemlich gut. Nicht Fortmonitor, doch Fortmonitor. Fortmonitor, ja, klingt ziemlich gut. Und sowas wie das Feeder, was gerade im Grave ist mit Affinity, zieht halt auch 3 Karten. Mhm. Macht Spaß. Das ist richtig. Und auf der anderen Seite haben wir Black Saga Storm. Eine monoschwarze Storm-Deck, das mit Ursas Saga sowohl Pieces findet, um zu stormen, wie auch gleichzeitig einen kleinen Beatdown-Plan mit drin hat. Ja. Ist an sich ein echt geiles Deck. Mhm. Ja, ist halt so Black Saga Storm, wie man es kennt. Ganz problematisch, die ich mit dem Deck halt aktuell habe, ist, dass es eines der wenigen Decks ist, die überhaupt noch den Bowmaster aktuell spielen. Ja, stimmt. Und da bin ich halt mal gespannt. Weil ich glaube tatsächlich, dass jetzt, wo Grief raus ist, aus Legacy, auch die Anzahl der Bowmaster sich wieder erhöhen könnte. Weil man jetzt in eine langsamere Meta einfach eintritt. Ja, und man muss jetzt halt irgendwie den Platz füllen. Mhm. In den ganzen schwarzen Decks vor allem. Das ist Vault of the Whispers, dann Chromox. Imprint. Das war das MDFC. Mm. Und dann... Blaues Artifact Land. Mm, das war, glaube ich, ziemlich wichtig, wenn ich es richtig gesehen habe. 2, 4, 5. Das heißt, der Thought Monitor kostet 2. Man könnte jetzt natürlich auch einfach hergehen und sagen, okay, ich cast den Broadside... Man könnte die Emry tappen, man hätte die Emry einfach tappen können. Oder so. Für einen Frogmite. Für einen Frogmire und Forcer. Ne, Frogmire und Forcer ist es ja nicht. Das komische Salamander. Doch, ist Frogmire und Forcer. Ja. Da ist ein Broadside. Broadside ist equipped. Broadside, dann equip. Und dann erstmal. Ins Gesicht. Der ist auch nicht ganz so klein. Nee, darunter haben wir Cranial Plating. Cranial Plating gibt +1/+0 für jedes Artefakt. Mhm. Der hat für 7 reingeknallt. Jupp. Und jetzt ist das so mit dem Thought Monitor auf der Hand. Modell. Ja, im Endeffekt. Nächste Runde ist tot. Nächste Runde ist tot. Nächste Runde ist tot, ja. Relativ safe sogar. Ja. Huh. Dementsprechend bin ich jetzt gespannt. Black Saga Storm müsste jetzt in diesem Zug offline gehen. Offline. Müsste die Storm abgehen. Abgehen, genau. Ja, ist halt die Frage, der hat da wahrscheinlich ein LED. Ich glaube auch. Ja, ein LED. Nein, das ist halt die Frage. Cool. Die haben halt Echo drin, LED und Storm so ein bisschen. Ja, ganz Mono Black ist es dann halt nicht, aber. Ja. Nee, ganz Mono Black ist es nicht, aber es ist halt ein Black Saga Storm. Ja. Und dann halt Stuff zum Mana machen und Storm Spells. Genau. Dementsprechend bin ich halt gespannt, was man Ursas sage. Dem Deck fehlt es halt manchmal wirklich an schwarzem Mana. Das ist ganz interessant. Boah, finde ich interessant. Da ist ein Echo of Eens bei. Da ist ein Echo bei, ja. Echo of Eens, 3 Mana Flashback für 3 blaue, also ein blaues, 2 farblose. In diesem Fall nutzt man jetzt wahrscheinlich 2 blaue und da ein farbloses und Flashback die. Jeder Spieler mischt seine Hand und seinen Friedhof wieder rein und zieht 7 neue Karten. Das ist strong. Naja, es ist halt jetzt ein Gamble, weil man hat jetzt nichts. Man hat den Landdrop sogar schon gemacht. Man hat jetzt nicht so wirklich. Also den Landdrop hätte ich nicht gemacht. Man hat jetzt nicht so wirklich Optionen. Man muss jetzt auf die 7 Karten aufgehen können. Jo. Man hat aber den Vorteil, dass Affinity mit der Liste keinen Force spielt. Das ist richtig. Spoiler-Alarm im Sideboard auch nicht. Im Sideboard ist, glaube ich, nichts, was dieses Deck tangiert. Also Storm.
Was? Nicht mehr schwarze Leyline oder sowas? Ja, schwarze Leyline schon, aber da musst du schon hart drauf Malle gehen, ne? Ja. Dann kommt Pettel. Bin jetzt echt gespannt, weil man zieht hier noch weiter. Das heißt, man möchte jetzt durchziehen. Man hat erkannt, wenn man es nicht macht, stirbt man einfach. Ziemlich safe, ja. Der Broadside killt einen halt, zumal man nur einen Blocker hat. Also der Broadside killt einen durch Angriff und den Effekt. Ja. Spannend. Ist jetzt die Frage. Schwarz ist wahrscheinlich stark. Thoughtsies. Okay. Interesting. Ja, okay, Leben sind... Auf sich selbst. Ah, Echo ins in Friedhof kriegen. Echo ist dran. Aha. Oh, spannend. Das ist wirklich interessant, weil... Blaues hat man noch, ein farbloses und jetzt schwarzes. Dann geht man ins Echos. Again? Boah, crazy. Weil, naja, also man hat jetzt Storm 5. Storm 5 ist nicht tödlich. Nee, brauchst Storm. Man hatte einen Landdrop und man hätte noch zwei schwarze Mana. Ich meine, ja, es sind immer noch zwei schwarze Mana, keine Sage. Aber... Man hat halt jetzt auch schon irgendwie sein halbes Deck gesehen, ne? Also jetzt halt die Frage, was man da macht. Da ist noch ein Lotus Palace, Storm 6. Ja. Da ist ein Storm 7 für den Chromox. Ohne Imprint oder mit Imprint? Mit Imprint. Mit Imprint. Das ist ein Awakening. Das spielt man immer noch. Crazy. Ja. Ich nicht gedacht. Dann hat man 4 Mana. Ja, was macht man jetzt? 4 Mana. Ah, Besieged Mirror. Und dann, man geht jetzt in den Man geht jetzt in den Loop. Genau, man holt sich mit dem Besieged Mirror, Besieged Mirror. Hat genug Artefakte zum Wegopfern und dann sucht man sich halt einfach. Ja, ja, und dann den Storm Spell. Ja, okay, I see. So funktioniert's. 7, 9 und dann kann man jetzt mit dem Storm Spell töten. Ist auf jeden Fall knapper, als man es vermuten mag. Ja, das war halt wirklich so, töte mich oder ich töte dich. Ja. So ein bisschen mehr hat angefangen. Finde ich hat ja angefangen. Ja. Ja, das Tendrils. Genau, Tendrils, einmal für tot. Und an dieser Stelle einmal einen dicken Dank an meine Patrons und an meine YouTube-Memberships. Da sind ein paar Unterfragen gegangen. Bei Patrons sind gerade die 3-Euro-Tiers aktuell sehr, sehr, sehr gefragt. Finde ich sehr cool. Vielen Dank an alle, die mich supporten. Über Supporter-Tier, Talia-Level oder Talia-Plus-Level. Egal wie, ich freue mich darüber. Ihr könnt euch auch mal überlegen, ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich monetär unterstützen. Das hilft mir immens. Also wirklich, wirklich, wirklich viel. Selbst 3 Euro, wenn das jeder macht, sind das halt eine ganze, ganze Menge, mit dem ich dann agieren kann, coole Videos für euch machen kann, coole Vlogs machen kann und so weiter und so fort. Werbung Ende, Sideboard. Sideboard, Leylines. War anscheinend keine Option. Was ist das, was da gelegt wurde? Das muss ja eine Leyline gewesen sein, oder? Das kann sein, ja. Eine schwarze Leyline, dann geht das Deck ja doch eigentlich fast gar nicht. Was sind nur 2 Emrys denn? Aber die Emry hat halt die erste Runde relativ viel gemacht. Das ist richtig, das ist absolut richtig. Oh, da sind Boots. Boots. Tenno-Bits, Boots, geht's mir gut. Die Ein-Mana-Boots, ne? Ja. Ja. Ursus-Saga. Trigger. Dann Boots spielen, Ein-Mana haben. Was ist das andere bei dem... Das Kosilex. Das ist Kosilex, genau. 3, jetzt könnte man für 2 Mana, für 3 Mana einfach, für 2 Mana einfach 2 Karten ziehen. Ja. Das sollte man hier auch tun. Ja. Man muss halt wirklich Angst haben vor Bowmaster mit dem Deck. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Weil Bowmaster ist halt einfach, das Deck prayt darauf, nicht auf Bowmaster zu treffen. Und wenn es das nicht tut,
dann rasiert es mit der Zeit richtig heftig teilweise. Also, funny side fact, ich habe in der Runde davor mehr Karten gezogen als Enchantress. Und das will was heißen. Ja, Enchantress ist schon ein Deck, was sehr viele Karten zieht. Ja. Feed the Swarm gegen die Ursa-Saga. Kostet auch noch nicht mal Leben. Ja, Sweet Tech. Was eine Sound. Da. Das ist eine Flöte. Das war eine Flute, genau. Ist die Frage, lässt man sich das Mana offen, will man was machen? Nein, ich will das Kozilek spielen. Ja, eigentlich schon, ne? Weil nächste Runde kann man, wenn man Land zieht, mit Flöte und mit dem anderen arbeiten. Mit der Flöte kannst du halt irgendwelche Karten dann sagen, die dich nerven. Bowmaster oder Tendrils zum Beispiel. Und kannst dann mit den anderen sagen, deswegen ist schon gut. Oder man geht halt jetzt in den Thought Monitor. Aber ja, es wirkt so verschwendet. Ja. Könnt ihr jetzt natürlich einfach die Flut droppen? Auf Tendrils. Ja, auf Tendrils. Wie gesagt, ja, Tendrils, Ursa-Saga, Baumaster. Alles gute Sachen. Da gibt es eine Menge. Oder man droppt halt einfach der Kozilek in der Hoffnung, dass resolved. Ja, es sieht nach Flöte aus. Die Überlegung ist die Flöte. Aber wie gesagt, was sagt man an? Boah, da gibt's eigentlich viel, aber das Problem ist halt, viel davon sind Mana-Abilities. Genau, so viel, das kann man nicht machen. Ursa-Saga ging halt, wie gesagt. Besieged im Mirror. Besieged im Mirror ging ja, Tendrils ging ja. Da ist die Frage, Tendrils wird gecastet, ohne Mana-Kosten zu bezahlen, man muss aber trotzdem 3 haben, ne? Ja, man muss trotzdem Mana dafür bezahlen. Ja. Ohne Mana-Kosten zu bezahlen heißt trotzdem, man muss trotzdem zusätzliche Mana-Kosten bezahlen. So. Oh, Ursa-Saga, guter Drop. Das ist ein guter Drop. Dann hat man 18. Ein Kozilek. Jetzt so, was ist das denn? Was machst du denn? excuse me? Ja. Und dann gibt ein dicker Fisch. Oh, Baumaster. Da kommt Baumaster. Da, genau die Karte, die man nicht sehen will. Jede Karte, nur nicht der Baumaster. Das zieht jetzt 3 Karten. Ja. Das ist ätzend. Aber es trotzdem zeigt das Deck, was es so kann. Es hat immer noch, Gravedigger's Cage. Cage muss sehr auch cool. Gravedigger's Cage macht auch Dinge. Mhm. Da ist jetzt die Frage. Ja. Ornithopter auf jeden Fall free. Ornithopter ist free. Das Petal auch. Das ist ja alles Luxus jetzt. Ja. Muss jetzt halt aufpassen, dass du dich mit dem Bowmaster nicht tötest. So, Ornithopter habe ich jetzt eine lustige Side Story gehört. Aha. Dass Richard Garfield damals versucht hat, das Spiel Magic the Gathering an eine Company zu verkaufen. Und der CEO der Company sagt halt, nee, du machst mir zu brokene Karten. Und Richard hat sich gedacht so, welche Karte meint der? Black Lotus, die Moxe? Welche Null-Mana-Karte ist zu broken? Er hat Ornithopter gemeint. Richtig cool. Das ist halt eine gute Karte. Ja. Was soll man sagen? Ja, Boots dran und für 5 in die Fresse. Oder Cage. Ja. Weil der hat ja schon Schaden gefressen. Nee, der Schaden ist ja ins Gesicht geflogen. Stimmt. Schaden ist ins Gesicht geflogen. 4, 3, 4. Aber es ist halt ein 4-4er. Das heißt, man würde halt mit dem Ding traden. Ja. Das wäre ein Trade. Jetzt wäre halt sowas wie eine Cranial Plating nochmal geil. Ja, oh, Cranial Plating wäre jetzt richtig so. Und Cranial Plating auf Ornithopter und der schlägt einfach mal für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu. 8 plus die Boots 9. Jo. Das ist schon sweet. Das ist halt, ein Two-Hit-Wonder. Ja. Darf man halt auch endlich unterschätzen, was dieses Deck einfach an Power rauskauen kann, ist halt immens. Ja. Aber halt, Bowmaster ist halt einfach eine Assi-Karte. Ja, Bowmaster schlecht. So, dann dazu kommt dann noch, ich glaube, man hat noch so ein zweites Kozilek auf der Hand. Das will man jetzt halt auf keinen Fall droppen. Ja, das macht halt nicht viel. Dann Boots an. Equip the Boots. Und dann schwinge mein Ding da. Jo, schwing dein Ding. Mit dem Ornithopter kann man immer noch blocken.
Hier wird nichts. Boah. Oh, zweiter Bowmaster ist natürlich vernichtend. Der ist jetzt richtig übel. Schau, man kann jetzt blocken. Dann hat man halt nichts mehr. Ja. Das Deck hat ein bisschen Removal drin für Bowmaster. Aber nicht das meiste tatsächlich. Ja, und ich hab da blockt. Jo. Einmal Junkblock. Oh, das ist eine Saga, die ist viel zu spät. Ja. Oh, ist das Saga. Wobei die Token groß sind, wenn du die durchkriegst. Ja, wenn du noch so lange machst, ne? Das ist jetzt halt die Frage. Auf der anderen Seite kannst du dich jetzt halt mit den Token richtig gesund fressen. Aha, ich weiß nicht, ob ein Ding da drin ist, ein Shadow Spear. Ja. Das dann halt sweet. Das ist dann wirklich sweet. Ist die Frage, ob das jetzt noch großartig relevant wird. Ja, also es ist nicht unrelevant tatsächlich. Ja, dauert halt noch ewig, ne? Noch zwei Runden, aber man hat halt auch einen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 in der Pipeline. Ja, das stimmt. Und nächste Runde sind das halt zwei 11-11er, die halt zuknallen. Ja, das stimmt. Wenn man da irgendwie ein Shadow Spear oder sowas mit drin hat, oder irgendwas Zweites, was dran benehmen wir boots, dann... Stimmt, also im Endeffekt ist man jetzt wieder in derselben Situation, bring mich um oder ich bring dich um. Ja, so ziemlich. Ja. Shadow Spear mit den Boots sind 2x12 Angriff. Ja. Ja, es ist die Frage, was da noch kommen kann. Mox. Storm 1. Okay. Er stormt schon mal vor sich hin. Ja. Storm 2. Das wird jetzt natürlich dann richtig interessant. Darkrit. Storm 3. Für 3 Black. Boah, kann da kommen. Von ein Blau, noch ein Blau. Hardcast, den Mischspell. Ja, das Echos. Liefel. Ja. Oh, yo, das. Oh, Bowmaster das schiebt ja auch noch 14 Schaden ins Gesicht. Yep. Okay, ja, das ist Liefel. Das ist rum, dann habe ich überhaupt nicht gedacht. Mein Gott, das ist ja ich habe da nämlich in dem Moment auch nicht dran gedacht. Jetzt fällt mir nämlich wieder ein, weil Dennis dann da sagte: So, ziehst mal 7 Karten, ne? Oh. 14 Trigger? Oh, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Oh mein Gott, das ist ja ganz großartig. Aber ansonsten wäre man nächste Runde einfach tot gewesen. Ja. Das ist halt so crazy. Also beide Spiele sehen nicht so knapp aus, aber Affinity kann mit der Meta mithalten. Black Saga Storm, altbekanntes Storm-Deck in der Meta, immer wieder am Auftauchen. Und ja. Affinity kann mithalten, das finde ich halt spannend. Das ist witzig, ja. Was gedacht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, dem Großmutter und dem Tochter oder sonst wem zeigen, ist mir egal. Hauptsache, ihr zeigt es jemandem, der entweder Black Saga Storm oder Affinity mag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.